Ja Leute, was geht? Willkommen zum Video. Ich habe euch vor ein paar Tagen auf Twitter gesagt, dass ihr mir eure Setup schicken sollt. Und habt heute mit Drex darauf reagiert. Es war echt ein paar sehr, sehr nice, aber auch goofy Setups dabei. Wenn euch das Video gefällt, lasst sehr gerne ein Like da. Und bei 4k Likes kommt eine sehr, sehr nice Setup-Tour und Room-Tour und alles. Also lasst Like da, lasst Liebe da und viel Spaß beim Video. Haut rein. So, da haben wir das erste Setup. Das ist tatsächlich sehr nice, weil ich muss sagen, das fühle ich total, das kann ich direkt sagen. Ein Monitor, Keyboard nah dran und Mauspad perfekt gelegt, darauf könnte ich perfekt spielen. Das Handtuch ist auch da zum Wichsen und so. Übel geil. Der hat genug Platz, Digga, da ist alles perfekt, also David Pro. Das feiere ich tatsächlich gar nicht. Erstens, die Tastatur ist 100% Tastatur. Zweitens, das Mauspad ist Quatsch. Und drittens, das sieht so aus, darauf habe ich gar keinen Bock zu spielen. Der Monitor ist zu weit unten, erstens das. Zweitens, ist das Mauspad nur so halb auf dem Tisch? Ich liebe es, wenn es so 3XL-Mauspads sind und wenn du deinen ganzen Arm auf dem Mauspad hast. Es ist 100-mal geiler. Aber ich muss sagen, es sieht sehr, sehr clean aus, das Setup. Also das ist alles so pink gestaltet, Background vom Monitor. Und diese Dinger hinten an der Wand sehen auch schön aus. Ich würde sagen, wir bewerten jetzt einfach mal aus 10 immer. Ich würde sagen, das ist eine 5 von 10. Ich würde darauf niemals spielen, aber ich kann verstehen, warum man es cool finden könnte. Hier haben wir das dritte Set, das ist schon mal komplett sick. Der ist auch Sub bei mir, natürlich ist das geil. Mauspad geht erstens, ja okay Bro, es war da alles dunkel, aber geht fast über den ganzen Tisch, glaube ich. Also so, dass er auch gut spielen kann. Monitore sind nice gewogen, so hatte ich sie auch mal. Der zweite Monitor, ganz wichtig, ist linker nach links gesetzt, also weiter nach links gesetzt, anstatt einfach so gerade wie der andere, das ist ganz wichtig. Das Mic fuckt ihn nicht ab, weil das ist rechts von ihm. Da fehlt noch das JBL Quantum Headset, aber sonst, das Setup ist, darauf könnte ich die Kaugummi sogar links, du bist auch ein Kaugummi. Oh ja, und das Handtuch, what the fuck. Ja, eine 9,5 von 10. Mic finde ich auch sehr gut platziert. Ja, das nervt einen nicht. Perfekt. Ja. Richtig nice. Okay, das ist eher, weißt du, das ist so, auch kein Profi, ja. Gamer, aber das ist so, der Stream, hoffentlich mal. Der Stream, der hat ein nices, wie heißt das, rechts? Keylight. Der hat ein Keylight und der hat so ein Streaming Deck. Also, das ist alles nice, das ist ein komplett geiles Streaming Setup. Sowas brauche ich eigentlich auch, sowas habe ich aber nicht. Deswegen lass ein Follow da und guck da Monta Abi, sehr gut. Aber das ist ein sehr, sehr nice Setup. Also ich könnte darauf niemals, also das ist nicht so ein Setup, dafür bist du da, womit du wirklich Pro wirst oder das nice zum Zocken ist. Aber sehr nice Setup, sehr chillig. Nice auch, dass er links, ich feiere diese Tische, so einen hatte ich auch immer, der so weiter nach links noch geht, dann kannst du links immer alles abstellen und sowas. Sehr, sehr nice Setup, da würde ich sagen. Sagen wir, ich gehe jetzt davon aus, dass ich nicht darauf zocke, 10 von 10. Hatte ich auch so einen Tisch, aber weißt du, was das bei mir im Endeffekt geworden ist? Einfach eine Müllhalde. Mir ist einfach nur die ganze Zeit Müll drauf gelandet. Auf meiner linken Seite des Tisches ist hier ein Lappen, hier ist eine alte Cam, hier ist ein... Bro, what the fuck? Bro, ein Analplug. Warte, ich zeig dir das mal kurz. Ist das wirklich ein Analplug? Was? Nein, das ist ein Flaschenöffner. What the fuck? Aber im Prinzip... Oi, das ist gut. Das ist ein Reason-A-Setup. Okay, fünftes Setup. Ich muss sagen, das ist ein Reason-A-Setup. Genau wie Drex das gerade gesagt hat. Also wenn ihr mein Setup anguckt, meins sieht 1:1 so aus. Wirklich jetzt, genauso würde ich spielen und genauso, lass mich da sitzen, ich werde erstmal im Cash Cup. Das ist ein sehr, sehr nice Setup. Hier noch das Headset ist Quatsch. Aber ja, allgemein nice Setup. Sehr chillig. Einfach Devil Pro werden, das sehe ich direkt. Pay TF in BR. 16 Jahre alt, ist ein gutes Setup zum Spielen. Wieder kein Streaming-Setup, man muss immer so abwiegen, aber zum Zocken ist das eine 10 von 10. Kann man nicht sagen. Ja, was ist das für ein freshes Setup, Bro? Hier haben wir das sechste Setup, also erstmal der Typ auf dem Monitor, der ist ja fucking sick. Aber ich muss sagen, sowas wollte ich damals schon immer haben. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber manche Streamer gucken immer so hoch, als wenn sie da oben so einen Fernseher haben. Das finde ich sehr, sehr nice. Das ist erstens sehr, sehr chillig. Stell dir vor, du liegst da so in deinem Gaming-Stuhl und guckst du nach oben und guckst so Fernsehen. Das ist richtig geil, muss ich sagen. Aber das Setup ist sonst Quatsch. Also das ist so eine 5, 6 von 10. Wahrscheinlich einfach gemacht. Das ist ein Mod, Bro. Das ist ein L-Mod. Ja, auch zwei Red Bulls, richtig? Ja, zwei Red Bulls. Kein Vita-Welt. Quatsch. Ja, das ist ein richtiges Mod-Setup. Ja, das ist ein Mod-Setup. Berliner 7, das ist doch ein Mod, oder? Ja, der ist Mod bei mir, ja. Aber der Fernseher ist echt cool. Da kann man nichts gegen sagen. For real. Ja, Fernseher kam was. Aber, ja. Ja, okay, danke, Bro. Ist halt ein richtiges Set einfach zum Chillen. So. Ja. Das ist so, du kommst nach Hause von der Schule und zockst erstmal ein paar Runden. Aber so, nicht zockst nur ein paar Runden FIFA und sitzt so vorm Monitor. Ja, oder so Minecraft oder sowas. Guter Call. Oder Minecraft, ja, das ist auch sehr gut. So, die Charlie hat dir das... Setup. Bin super happy hiermit. Muss noch eine Monitorhalterung her und ein neuer Mic-Arm, der in den Monitor entlang geht. Fühle ich. Mic-Arm so in der Fresse ist die größte Scheiße. Ich krieg schon so Probleme, wenn...
mein Mic vor mir steht. Aber ja, also 3 Monitore, sick gemacht eigentlich. Ist cool zum Spielen, weil die Monitore sind wieder so gebogen und nicht geradeaus. Das heißt, es ist immer noch chillig. Ja, ist halt einfach so ein Gamer-Setup, ist richtig. Aber ich finde eigentlich, es ist ein chilliges, cooles Setup. Also sowas ist mir einfach viel zu gamerisch, weißt du? Also das Setup kann ich direkt sagen, das wird mich so triggern. Erstmal zu viele Farben. Alles ist dieser blau. PC da ganz rechts, dass der und so nah PC, ist. Der PC, der ist viel zu nah, Bro. Ich würde da die ganze Zeit mit meiner Maus gegen flicken und sowas. Das wird mich extrem abfucken. Die Tastatur liegt 90%, ist gar nicht mein Fall. Tastatur ist auch echt nicht so nice. Bro, der hat 2 Final-Mäuse, weißt du was? Lass mal gucken, was 2 Final-Mäuse auf StackX kosten, okay? Er hat die kleine, die kostet 262 each und hat sie 2-mal gekauft, Chat. Sein Mic steht einfach so ganz links so. Ja, das triggert mich auch. Sein Mic steht ganz links. Ich weiß gar nicht, ob man ihn dann richtig hört, aber eigentlich sollte man das schon. Also ich mag das gar nicht. Aber weißt du, was ich geil finde? Dieses Twitch-Follower-Ding oder was das ist da unten? Das ist so ein Live-Sub-Ding. Und die hat ja auch ein Mischpult, Bro. Er ist fucking rich. Nah, he rich, bro. Da haben wir das nächste Setup. Ich weiß gar nicht mehr, wie viel wir jetzt sind. Aber sehr, sehr clean. Wirklich jetzt mit dem Nanoleaf hier hinten. Die Monitore sind nice aufgestellt. Also ich glaube, würde ich nicht so Fortnite spielen und ich brauche viel so Arm-Ding oder beziehungsweise du, glaube ich, wäre das sehr ein gechilltes Setup. Ja, das ist ein sehr, sehr gechilltes Setup, wo man sich hinsetzt und sich direkt wohlfühlt. Hier, guck mal, jetzt schreiben auch die ganzen Leute, nur du hast so ein cleanes Setup. Wirklich ein sehr, sehr cleanes Setup. Hier sehen wir nochmal von anderer Seite. Oh, er hat 2 Curved-Monitore, das ist scheiße. Aber es ist ein sehr, sehr cleanes Setup, vor allem wenn man nicht Fortnite spielt oder so. Cool nochmal hier für eine Perspektive von der anderen Seite. Das Nanoleaf ist sehr schön. Aber es ist ein krass cleanes Setup. Sieht cool aus. Das ist so, so sollte deins ausschauen eigentlich. Ja, das. Also, das wäre perfekt für dich. Nur der PC runter. Aber so wär, sollte, so und sollte das, dein P- auch. Und das, die Tastatur ist die schlechteste, die es gibt. Ja, das ist also, aber das von Setup genauso soll es aussehen. Er hat da oben auch die Cam, genauso wie ich sie habe. Ein Keylight da hinten. Genauso will ich mein Setup haben. 1:1. Hier mein Monitor, da meine Cam dann. Hier mein Mauspad, da kann ich, habe ich genug Space zum Zocken und sowas. PC muss vielleicht noch runter, aber ein professionelles Mic sieht sehr cool aus, das Setup. Rechts sogar die Rolex da, Bro. Rechts sogar die Rolex, Bro. Das ist rich. Los, guys. 9,5 von 10. Also jetzt mal ganz kurz, ne, was ich auch richtig geil finde. Zwar ist es so getrennt, sein Zimmer ist so in 2 Hälften getrennt. Einmal sein Setup und einmal seine, so sein Zimmer, weißt du, wo drin er lebt. Das finde ich sehr nice und dass sein Setup so in der Ecke gedrängt ist, das fühle ich auch total. Genauso hatte ich es ja damals. Vielleicht können wir da nochmal einen Clip einblenden oder viele von euch kennen das vielleicht noch, als ich mein Setup unterm Bett hatte. Genau so ist das, Digga. Das ist sick. Für sowas total. Und der Fernseher da genau für Netflix und Chill, Bro. Ja, der kommt böse im Bett dann. Sehr, also sehr, sehr nice Setup, wirklich. Auch würde ich sagen eine 9 von 10. So Leute, ich hoffe, euch hat das Video gefallen heute. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, lasst auf jeden Fall ein Like da. Und denkt dran, bei 4K Likes kommt die Setup-Tour. Genau, lasst Liebe da und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein und ciao. Me and Wolf, yeah.